Gebet während der 12 heiligen Nächte. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute stehe ich auf und neige mich gegen den Aufgang zu dir, o Gott, dessen gnadenvolle Berufung ich empfangen habe. Der erste ist Gott, der Vater, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der andere ist Gott, der Sohn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der dritte ist Gott, der Heilige Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heiligste Dreieinigkeit, die heiligste hochgepriesene Dreieinigkeit, behüte mir meine Seele und meinen Leib. Also will ich gesegnet sein, wie unser lieber Herr Jesus Christus seine Jünger selbst gesegnet hat und durch das hochheilige Sakrament seines Fleisches und Blutes uns gnädig segnet. Ich gehe aus und in das Haus über Geschwöll und Gassen. Jesus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Maria, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Josef, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heiligen drei Könige, Kaspar, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Melchior, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Balthasar, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seien meine lieben Wegbegleiter, der Himmel meine Hut, die Erde mein Schuh. Die genannten sechs heiligen Personen mögen mich begleiten und behüten, samt allem, was ich habe, in dem Hause und außer dem Hause, mich und alle Menschen, die ich in mein Gebet einschließe, besonders. Vor Dieben und Mördern und bösen Leuten mögen sie uns bewahren. Die mir begegnen, müssen mich alle lieb und wert haben. Dazu verhelfe mir, Gott, Vater, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der Sohn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Josef, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kaspar, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Melchior, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Balthasar, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die vier heiligen Evangelisten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf ihre Fürbitte sei Gott, der Allmächtige, stets mit mir in allem meinem Tun, Handeln und Wandeln, Gehen und Stehen, Arbeiten und Ruhen. Es sei auf dem Wasser oder Land, vor Feuer und Brand, wolle Gott mich bewahren mit seiner starken Hand. Gott, dem Vater, ergebe ich mich, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, dem Sohne, befehle ich mich, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Gott, den Heiligen Geist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Versenke ich mich. Die heilige hochgelobte Dreieinigkeit sei über mir, Jesus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Maria, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Josef, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seien vor mir. Kaspar, Melchior, Balthasar, seien bei mir. Zu aller Zeit, bis ich komme, in die ewige Freude und Seligkeit. Dazu helfe mir Jesus, Maria und Josef. Amen.
Wer dieses Gebet 12 Abende betet, erlangt für das ganze Jahr hindurch Schutz und Hilfe. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib.